Moin, ihr Baggerluten, und willkommen zurück zu Echo. 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 Tut mir leid. So, alles klar. Also, von wo, von da kamen wir. Hier haben wir den Scheiß gemacht. Und eigentlich müssten wir in diese Richtung, aber... Und ich habe gerade eben nochmal Escape gedrückt. Guck mal. Funktion. Sammelgegenstände. Hier, guck mal, da kann ich sogar schon so ein bisschen was herausfinden und so ein bisschen heraushören. Also, es wird schon ein bisschen was erklärt. Je mehr ich davon finde, von diesen Stimmgabeln und die anpinge, das klingt dann ungefähr so, oder eben nicht, desto mehr kriege ich eine Information zusammen. Und die brauche ich nachher. Glaube ich. So. Und das Hut steht auch hier. Es wird alles also nochmal erklärt für den Fall der Fälle. Das ist eigentlich ganz cool. Und vor allen Dingen, guck mal, das Menü hier, es ist super klein und übersichtlich gehalten. Ich finde das schon ganz gut. Ich möchte mal Tatsache einmal nur mal ganz blöd mal gucken, wo ich noch so hinkomme. Nicht, dass ich mich jetzt gleich hier echt des Todes verlaufe. Deswegen lasse ich extra nochmal die Türen offen. Okay. Oh! Da war ja was. Öffnen. Ist da hinten auch eine Todeswand? Eine Todestür. Eops, Todestür. Okay. Warte mal, ist das jetzt auf meiner Höhe? Nee, das ist eine Etage tiefer. Oh! Todestür. Vor allem müssen wir auch nach den Stimmgabeln Ausschau halten. Die Lage ist ernst. Der Palast fährt die Systeme herunter, lädt aber immer noch auf. Die Joule-Masse nähert sich dem Dirac-Child-Limit. Das Dirac-Child-Limit. Oh nein, sag nicht. Ich konnte mich nicht bewegen. Oh Gott, das war eine massive Entladung von Energie. Das muss den Anzug immobilisiert haben. Das Licht hat sich stabilisiert. Die Entladung hat auf dem ganzen Planeten Systemprozesse ausgelöst. Aber es wird mehr Energie als nötig produziert. Es lädt sich wieder auf. Okay. Und das von eigentlich toter Energie hier, ne? Landen, Kollege? So. Aber wenn ich den Trailern glauben darf, sollte ich jetzt vorsichtig mit meinen Bewegungen sein. Warte, ist das eine Todestür? Okay, Dinge haben sich immer noch nicht geändert. Ach, sieht doch gleich... Mann, sieht das super aus. Schön. Todestür, Todestür. Wenn ich jetzt noch einen Kopf hätte, ob die... Okay. Noch eine Entladung. Es gibt jetzt Luft. Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Die chemische Zusammensetzung der Umgebung wurde blitzschnell verändert. Dazu war wohl die Energie erforderlich. Gehen wir mal davon aus, dass das wahr ist. Okay. Weißt, ich frage mich gerade, ob diese Banderolen, die da so jetzt hängen, eigentlich aus Stoff sein sollten oder nicht. Rein theoretisch müssten die sich ja eigentlich ein bisschen bewegen. Aber da das so als ganzes Teil ist... Du hast mir das gerade noch viel näher da hinten angezeigt. Was soll das denn jetzt? Entladung. Was zum... Blumen? Die waren vor dem Ausfall nicht hier, oder? Nein, das waren sie nicht. Das gehört wohl zum Begrüßungspaket. Oh Gott, was kriegen wir jetzt? Pizza? Gibt's jetzt Pizza? Kuchen!
Pizza? Kuchen? Was ist das? Wollte gerade sagen. Das habe ich sogar selber gesehen. Ja, aber was ist das denn? Kannst du damit irgendwie mal interagieren oder irgendwas machen? Hallo? Was zum Teufel? Todestür! Katsching! Leute, herzlichen Glückwunsch. Wir sind jetzt bald am Ende vom Tutorial, denke ich, meine ich, glaube ich, hoffe ich, sage ich, würde ich... Alles ist so ordentlich. Merkwürdig sind nur diese Brocken überall. Ich habe schon einen Verdacht. Aber ich sag's noch nicht, aber ich habe einen Verdacht. Ihr habt wahrscheinlich auch schon einen Verdacht, oder? Oder darf ich jetzt schon mal spekulieren? Dann würde ich nämlich sagen, dass wir nicht die Erste hier sind. Und es schon viele vor uns gab. Oh, da will die Stimme schon wieder aufgeben? Nee, komm. Was zum... Dieser hier bewegt sich. Er ist sogar lebendig. Die Sphäre wird aktiviert, wenn in der Nähe Menschen oder Tiere erfasst werden. Aber dies... Da wackelt wirklich noch was. Ich würde ja nämlich tatsächlich sagen, dass das irgendwelche irgendwie Klonvarianten oder irgendwas sind, die schon gekillt worden sind und wo man versucht hat, das zu säubern. Deswegen, vielleicht ist das hier nämlich auch in Wahrheit gar kein Stoff, was da drauf ist auf den Sofas, sondern... Oh! Mensch, ist das schön. Und dass da vielleicht so eine Endreinigung durch Feuer oder irgendwas geschieht und alles reinigt und... Das ist halt eben auch... So, die Überreste, die dann halt verbrannt werden bis auf so ein letztes Ding und... Oh je. Was ist das? Das ist nicht Foster, oder? Der Palast hat versucht, den Würfel auszulesen, und dann kam es zu Fehlfunktion. Das ist doch kein Versuch des Palasts, ihn zurückzubringen, oder? Was auch der Grund ist, das ist nicht Foster. Es hat kein Bewusstsein. In jedem Fall erkennt man hier jetzt schon immer ein bisschen mehr... Ja, mehr an Körpern. Also das kann tatsächlich der Torso sein. Kannst du mal aufhören, da so rumzuschleimen? Es überkommt mich echt ein ganz ekelhafter Sch... Sag nicht, da hängt jetzt noch ein Stück Kopf dran. Ich muss ein bisschen Humor hier reinbringen, weil ich finde das nämlich ganz schön bäh. Und bäh. Was ist jetzt los? Die Anzeige ist plötzlich in Farbe. Der Anzug spürt eine Bedrohung. Gelb bedeutet, dass du bemerkt worden sein könntest. Rot bedeutet, dass du ein Ziel bist. Ja, Gelb, du befindest dich in der Sichtlinie eines Gegners. Wenn du deine Position nicht veränderst, wirst du entdeckt werden. Rot, du wirst gejagt. Orange, du wirst gejagt, bist aber verborgen. Der Feind sucht nach dir, ja? Okay, und Blau? Was bedeutet jetzt Blau? Neutralem Blau. Ja, ja, okay. Und jetzt? Ah, guck mal. Sie haben mich entdeckt. Jetzt bin ich weg, deswegen ist Orange, okay? Ob ich hier nachher den Scheiß auch zwischen Gelb und Orange erkennen kann? Wow, das sieht alles nicht mehr so nett aus.
Jetzt frage ich mich dann, wie der nächste Raum wird. Mensch, das wird jetzt ein Spaß. Oh, großer, viereckiger, übersichtlicher Raum oder runder Raum. Unser erster Kampf. Na? Bester Moment, jetzt nochmal das Glas in die Hand zu nehmen und weg von der Maus. Super. Sie werden bald laufen. Hältst du das immer noch für eine gute Idee? Ja, da fragst du mich was. Also irgendwie, war das weit zum Schiff zurück? Plumps. Also noch kann ich die nicht ernst nehmen, aber wird bald kommen. Und plumps. Alt. Warte, Geräusche? Mal hinhören? Go home, you're drunk. Okay, das ist jetzt noch dieser kleine Humor und die Ruhe vor dem Sturm. Oh oh. Okay, und jetzt entgleitet mir nochmal alles aus dem Gesicht. Denn jetzt... Na? Ich weiß nicht, was absurder ist. Dass der Palast alles mit diesen grotesken Gegnern bevölkert? Oder dass du weitermachst, als könntest du überleben, sobald sie sich voll entwickelt haben? Ich habe nie erwartet, dass es leicht sein würde. Okay, die können tatsächlich jetzt sich fortbewegen langsam. Tut er mir denn auch was? Ups, Entschuldigung, ich wollte dich nicht umwerfen. Was? Guck mal. Bloms. Pik, du bist dran. Pik, du bist dran. Es tut mir leid. Upp. Das ist eine Todestür. Oh Mann, ich will eigentlich noch nicht vor denen jetzt runterspringen. Weil die das halt voll mitkriegen. Nee, Schaden kriege ich nicht. Ich krieg keinen Schaden. Ich dachte, ich teste das mal. Okay. Okay. Todestür, Todestür. Keine Stimmgabel? Nee, dann hüpfen wir mal da lang. Es wird gespeichert. Also langsam darf das tatsächlich hier mal losgehen, oder? Okay, und jetzt? Was ist das? Das bist du, Anne. Das stimmt. Aber warum erschafft er Kopien von mir? F! Das war ein Angriff aus dem Hinterhalt. Die roten Stacheln sagen dir, dass du noch so eine Begegnung nicht überleben wirst. Was soll das? Warum würde der Palast den ersten Menschen hier kopieren und ihn dann angreifen? Das ergibt doch keinen Sinn. Die ständigen Abstürze weisen auf große Beschädigungen hin. Diese Kreaturen müssen Teil der Fehlfunktion sein. Wenn du verletzt wirst, wird das regenerierende Unterstützungssystem des Anzuges ausgelöst. Im HUD wird es als pulsierende rote Kugel mit Stacheln angezeigt. Mensch, das ist natürlich etwas... Mach uns einfach mal zum roten Igel, ist voll in Ordnung. Solange diese Kugel sichtbar ist, befindest du dich in einem kritischen Zustand. Jede weitere Verletzung führt zum Tod. Ja, alles klar. Läuft bei dir. Machen wir so, klar, warum nicht? Okay. Ich versuche erstmal kurz überhaupt das. Okay. Es versucht auch auf mich zuzukommen.
Von dem war ich kurz im Sichtfeld. Und das Blaue bedeutet einfach, da ist jemand. Hä? Warte mal, da hatte ich auch noch irgendwas zugelesen. Warte mal, darf ich einmal kurz gucken? Hat? Nee, Sammelgegenstände. Oh, jetzt sehe ich, das wird mehr. Okay. War das Symbol? Wo war das Symbol? Da! Wegpunkte. Sichtbare Navigationsmarkierung. Es wird Distanz in Metern angezeigt. Entspricht den Fallen des Hutt-Rings. Ja, okay, aber was bedeutet das? Wo ist denn jetzt der Unterschied hierzu? Also das ist... ja? Okay. Keine Ahnung. Scheiß die Wand an. Hä? Stoßen? Peak, du bist dran. Okay, ich muss mich kurz ein bisschen aufladen. Lol. Oh. Ach, ich kann mich auch nur bis zu einmal wieder komplett aufladen. Okay. Ja, eigentlich gehofft, dass ich mich... dass ich da insgesamt mehr Energie bekomme. Aber das wird vielleicht später passieren. Ich aktiviere die Waffe. Ein Schuss tötet alle, die du in einer Reihe positionieren kannst. Muss ich jetzt wirklich schon schießen? Dein Ernst? Ich bin raus. Du bist von sehr viel Energie umgeben. Alter, vorhin sieht die echt schon wieder viel mehr nach mir aus. Ich hab die immer noch nicht getroffen. Scheiße. Voll daneben. Was mache ich denn bitte? Oh nein. Oh. Moment. Kann ich stoßen? Gut. Sag, guck mal. Wenn man eben nicht versucht, geil zu schießen, sondern es einfach nur normal macht und einfach schießt, dann kann das sogar funktionieren, okay? Kriegen wir dann gleich noch so ein Ding? Ich hoffe, dass das endlich mal so ein bisschen bald mal... Ich fühle noch nicht so, dass das so richtig so losgegangen ist. Weißt du, was ich meine? Irgendwie... Ich weiß nicht. Stehen auf. Okay, letzter Schuss. Da müssen beide drin sein. Oder halt auch keiner. Alles klar. Stoßen! Hier drüben. Wie hier drüben? Was meinst du mit hier drüben? Nein, theoretisch müsste ich nicht schießen, aber weißt du was? Ha! Ich dachte, diese Waffe sei tödlich. Das ist sie auch. Der Palast lässt sie also auferstehen. Wer weiß, was diese Todesfalle alles kann. Ich vermute, es wird noch schlimmer kommen. Mhm. Das mit dem Motivieren solltest du noch üben. Ein bisschen. Fortgeschrittener Einsatz. Ja, pro Schuss wird, also pro Schuss, also kein pro Schuss, sondern pro Schuss. Genau. Wird eine Energiezelle verbraucht. Tödlich. Tötet entlang des Vektors eine beliebige Zahl an Zielen. Die genaue Einschussstelle macht dabei keinen Unterschied. Ah, okay, einfach nur treffen. 50 Meter Lautstärke. Laut. Die Gegner innerhalb
eines Radius von 40 Meter reagieren. Okay. Bei gültigen Zielen färbt sich die Zielmarke rot. Die Zahl der Ringe der Zielmarke entspricht der Zahl der Ziele, die sich zurzeit im Bereich des... Okay, von 1 bis 3, okay. Markieren. Wenn du 2 Sekunden lang auf einen Gegner zielst, wird dieser markiert. Bleibt erhalten, ist aber nur sichtbar, wenn das Ziel sich innerhalb an... Okay. Beim schnellen... Okay, schnelles Zielen in die Richtung eines Markierten führt dazu, dass die Zielmarke sich auf die zentrale Masse aus... Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Letzte verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Komm, das werden wir noch sehen beim Spielen. Wenn wir quasi hart kapeistert werden. Na, soll ich einen Death-Counter einführen? Irgendwie war der ein bisschen laut, oder? Wir haben hier viele Möglichkeiten. Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Wir könnten auch hier unten lang. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt das Klügste ist. Bedeutet das jetzt? Ausschalten im Rücken des Gegners. F halten. Ich hoffe nicht, dass die das lernen. Deswegen schleiche ich auch erstmal. Die sieht immer mehr aus wie wir. Okay. Oh, ich brauche keine Energiezelle. Ich habe doch nichts gemacht. Sie sind überall. Also so 2, 3 Stück sind das schon. Aber dran vorbeigeschlichen. Ich sehe nichts. Benutze den Bereichsscanner. Scheiße, ich hab sie nur geschubst. Fuck. Fuck. Ich will die Energiezelle wieder haben. Danke. Versuchen das nochmal. Auf. Nicht dein Ernst. Okay. Gedrückt halten, nicht nur kurz drücken, gedrückt halten. Okay. Könnte rein theoretisch einmal rum und die ausschalten, aber ich lasse das jetzt einfach mal. Die hat mich entdeckt. Rufen? Hey! Hier drüben! Ob das jetzt so klug war, wissen wir noch nicht. Ich glaube einfach durch. Ich glaube, besser ist. Anstatt, dass wir das zu sneaky peeky machen. Ich glaube, ich renne einfach ein bisschen. Ist okay für mich. Kann ich mit umgehen. Ich hoffe, ihr auch.
Okay, es geht. Nach Ausfall sind sie schneller. Setzt die Polizeifunktion der Waffe ein, wenn es zu viele werden. Sie ist nicht tödlich, aber sie setzt alle Ziele in der Nähe außer Gefecht. Verstanden. Plus mittlere. Okay, 4 Meter bei 180 Grad. Nicht tödliches Zerstreuen von Massen. Jeder, der sich innerhalb eines frontalen Radius von 4 Metern befindet, wird außer Gefecht gesetzt. Lautstärke laut. Ja, okay. Okay, Reichweite werden... Alles klar. Ah, ich muss gar nicht gedrückt halten. Ich muss doch gedrückt halten. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich das versuchen will. Hey! Hier drüben. Hey! Hey! Hä? Hier drüben. Ja! Ich hab doch eigentlich weggeschubst. Okay. Hey. Nee, 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 nee. Nee. Okay, gibt es für mich einen Grund, hier oben noch weiter rumzulaufen? Ich könnte eigentlich auch einfach eine Etage runterhüpfen. Aber da vorne ist eine Tür und ich glaube, ich würde die tatsächlich gerne noch einmal versuchen. Öffnen, öffnen! Todestüren. Warum fängst du jetzt mit Todestüren an? Es ist nicht dein Ernst. Oh. Na komm schon. Ah. Okay. Er fährt neu hoch. Oder runter, oder links, oder rechts. Warte mal, da soll ich hin. Aber da komme ich gerade nicht hin, weil ich hier keine Tür... Lol. Wie denn? Wo denn? Fuck, hier sind fast überall nur Todestüren. Entschuldigung, mir fällt kein anderer Name dafür ein. So blöd ich auch bin. Okay, da sind ein paar von den Leuten. Ja, aber gut, liebe Leute. Spiel geht leider ein bisschen langsam los. Vielleicht war ich auch einfach langsam, weil ich mir auch alles angucken wollte. Aber so bin ich eben. Ich will mir halt Dinge auch angucken. Ich möchte da ja auch ein bisschen was sehen, ne? Gut. Und dann sehen wir uns quasi in der nächsten Folge wieder. Und dann sag ich schon einmal ganz herzlich und liebevoll, was sage ich denn immer? Ja, winke, winke, ciao und tschüss.